Heute erfährst du, welches Material am besten für dich geeignet ist, welche Länge am besten wäre und wieso und weshalb wir eigentlich diese Tricks machen, wenn wir doch ganz einfach mit dem Stock zuschlagen können. So, was viele von euch nicht erwartet hätten wahrscheinlich, ich habe hiermit angefangen mit einem ganz normalen Besenstiel. Die sind aus leichtem Aluminium und hier kann man als allererstes mit den ganz leichten Übungen beginnen. Selbst wenn ich hier hohe Geschwindigkeiten aufbaue, wie ihr gesehen habt, kann ich mich hier nicht so doll verletzen wie mit einem Holzstock oder vielleicht mit einer Eisenstange oder halt mit etwas Ähnlichem. So, mit diesem Stock kann man noch lange nicht Geschwindigkeit aufbauen. Das liegt daran, dass er viel zu leicht ist. Man kann zwar hier schnelle Techniken machen, aber er hat nicht eigene Schwungmasse. Der ist zu leicht. Deswegen kann ich auch hier nicht die ganze Zeit durchgehend die Geschwindigkeit beibehalten. Dafür braucht ihr dann wieder einen anderen Stock. Wenn ihr dann zu Level 2 übersteigt, das heißt, ihr beherrscht die Techniken, dann könnt ihr zu einem PVC-Rohr übergehen. Dieser PVC-Rohr ist von innen drin hohl, das heißt, er fängt die Schläge ganz gut ab. Der sieht ungefähr so aus und der ist ummantelt mit Schaumstoff. Und ja, das ist der Grund, warum er halt diese ganzen Schläge absorbiert. Der hier ist schwerer, der hier hat eigene Schwungmasse und mit dem könnt ihr viel besser trainieren. Wenn ihr mit PVC-Rohren auch sicher seid, dass ihr die Technik und die Schnelligkeit beherrscht, dann kommen wir jetzt zum nächsten Stock. Hier habe ich mal so einen Training-Stuff von Kult Steel und der hier ist natürlich viel schwerer. Man kann damit auch richtig schön auf den Fußboden hauen und der geht nicht kaputt. Und bevor ihr mit so einem Stock trainiert, solltet ihr lieber mit einem Besenstiel anfangen. So, wir kommen zur nächsten Frage. Welche Länge sollte mein Stock denn haben? Sollte er etwas kleiner sein, das heißt nur bis zum Kinn ungefähr gehen, oder sollte er fast so groß sein wie ich? Meine Empfehlung ist, wenn du komplett neu anfängst, dann solltest du mit einem kleineren Stock anfangen, der dir ungefähr bis zum Kinn oder Schulterhöhe geht. Hier hast du nämlich die Vorteile, dass du nicht, wenn du hier hinten lang gehst, unten an den Schuhen oder an dem Boden hängen bleibst. Wusstest du zum Beispiel, dass viele Kampfsportarten darauf trainiert sind, ganz normale Schläge abzuwehren? So, um das jetzt zu vermeiden, kann man den Stock mit diesen Techniken, die ich zeige, als Schutzschild benutzen. Nicht nur das, man kann sogar den Schwung ausnutzen, um den Gegner zu verwehren und mit hoher Geschwindigkeit zu treffen. So, als Feinschliff könnt ihr nicht nur den Trick aus dem Stand machen, sondern ihr bewegt euch noch nach vorne, nach hinten oder zur Seite. Das heißt, ihr verleiht den Stock ein bisschen mehr Schwung mit dem Körper. Das würde dann so aussehen. Zack. Und das beeindruckt viel mehr, als wenn man das alles hier aus dem Stand macht. Hier erfährst du nicht nur Geschwindigkeit, die ich jetzt wieder neu aufbauen muss, sondern, ja genau, die Geschwindigkeit, sondern du erfährst auch noch, wie man das hier vermeiden kann. So, was braucht ihr, um erfolgreich mit einem... Perfekt. So, ich wurde auch schon gefragt. Gänse. Hier habe ich einen sehr stabilen, harten... Ja, der große Stock ist allerdings besser, wenn man ein bisschen weitere Reichweite erreichen möchte. Das klingt total doof. Wenn du... Ich hoffe, du abonnierst mich. Immer wieder neue Videos von mir fahren. Warte, gleich habe ich es drauf. So, mit weitermache. Das klingt auch so komisch. Warte, den Abschluss muss ich jetzt erstmal richtig machen. So, wenn dir mein Video gefallen hat, dann drücke bitte auf Abonnieren und unterstütze mich dabei, weitere spektakuläre Videos zu drehen.